So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim! Oh, Eis. Nett. So, wir sind hier noch in. Also, noch in. Wir sind in die Höhle rein. Oh Mann. Wir sind in die Höhle rein für eine weitere Maske. Und scheinbar soll das einer der stärksten Masken sein, die es gibt. Und so wie es aussieht. Uiuiui. Drachenbull ist. Lass das gut sein, Geisterwesen. Ektoplasma. Alte Nordrüstung. Nordhelm. Oh, die sehen geil aus. Ohoho. Und oh, Wahnsinn, wie viele Pfeile. Dann gehe ich gleich mit dem Bogen mal rauf. Er hat gesagt, hier hätte es versteckte Fallen. Ich bin... ein bisschen auf der Hut. Was passiert hier? Ja, das ist definitiv der Tod. Nur der eine trifft's, den einen trifft's. Boah, was war das jetzt? Komischer Move. Drachenkulist. Ich hoffe, der hat auch wieder so viele Pfeile dabei. Die haben alle 109 Pfeile dabei. Du auch? Nee, aber schönes Ektoplasma. Drachenpriester doch. Nehme ich auch mal mit, kenne ich nämlich noch nicht. Und immer schön auf die Füße achten. Leer. Oha. Ich habe gerade noch gesehen, dass ich noch... Ja, Spiel automatisch speichern. Dankeschön. Das, ja, das brauche ich ganz genau. Entfernen. Vielen Dank. Wow. Da ist einer der Sturmäntel gestorben, ne? Schöner Helm. Schönes Gold. Komm einfach. Hab dich nicht so. Oh, dann ist es etwa da. Ich habe teilweise gar nicht mehr die Geduld, diese Schlösser zu öffnen, weil der Loot, der drin ist, der ist es nicht wirklich wert, da groß was zu machen. Und irgendwo habe ich hier noch einen Hebel. Es hat nämlich auf dieser Seite immer dann noch einen Hebel. Naja, egal. Egal! Keine Feinde. Doch, es hat Feinde. Der ist stark. Stärker als die anderen. Aha. Oh nein. Lass das sein. Er hört sich ein bisschen an wie ein Draugr. Und er hat auch die Rüstungen eines Draugr. Aber ich finde es gut, dass die alle Ektoplasma dabei haben. Dann kann ich nämlich richtig schön mit der Alchemie was machen. Oh, wieder viele Gegenstände. Einen Moment. Jetzt habe ich aus Versehen beschädigtes Buch aufgenommen. Na, ganz gut. Ich blätter das mal ganz kurz durch. Ich blätter das ganz kurz durch. Nee, sieht gut aus. Ich habe nämlich gehofft, dass da drin dann Informationen sind, wie ich da einen gewissen Abschnitt meistern kann. Aber ich muss das wohl alles ganz alleine machen. Ohne Hilfe. Oh. Ja, das lasse ich nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Eben. Tremura-Fürst ist mein eigener. Achso, das ist... Ja, das war das Problem das letzte Mal schon. Ich werde... Du ehrst mich wirklich. Schade, keine Pfeile mehr. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass wir so viele Pfeile bekommen haben. Aber sei es drum.
diese Schwörchen. Ah, du hast sicher auch Pfeile dabei. Du musst fast Pfeile dabei haben. Ist ein bisschen doof, wenn ich mit dem Schrein meinen eigenen Mann treffe. Dann zeigt es mir immer die Gesundheit von ihm an. Ups, I'm sorry. Ektoplasma und nur 93 Pfeile. Es wird immer weniger. Wow. Bitte etwa 104. Und hier? Auch 4. Was ist das denn? Der hat sich in den Boden gebackt. Ich jage den Gold hinterher. Schleifstein. Die haben hier cooles Material. Wow! Tötet sie! Du hackst einem Geist den Kopf ab. Respekt, mein Freund. Respekt. Na, hier sind die Drauger. Ich hab's doch gewusst. Elixier der Stärke. Oh. Gemischt. Nein. Ihr seid super, Mann. Wirklich. Stirb. Magier. Na, geht doch. Oh nein. Wie häufig mir das passiert, dass ich einfach etwas aufnehme, das ich gar nicht will. Den beispielsweise. Den habe ich vor Urzeiten aufgenommen. Den will ich gar nicht. Den Scheiß. Danke für das Ektoplasma. Hui, es regnet Gold. Ja, das nehme ich jetzt nicht alles separat auf. Das ist mir zu doof. Ich weiß nicht. So, so. Ja, bleib da stehen. Ist sicher angenehm warm da. Mann, bist du ein Hübscher. Es hätte schon. Hast du deinen Kopf noch? Ja, gib deinen Arm. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinten bin. Bin ich von hier gekommen? Von hier bin ich gekommen. Also gut, und dann bin ich nach rechts gerannt und hier links ist eine Abkürzung. Also gut. Dann müsste es theoretisch hier weitergehen. Wir hoffen das Beste. Ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ah, ich hätte eigentlich die Quest mal annehmen sollen. Ich hätte mal auf Start drücken sollen und die Quest anzeigen. Dann wüsste ich, wo ich hinrennen muss. Ich finde das gut, dass ich etwa nach 10 Minuten von diesem Let's Play merke, dass ich das eigentlich hätte machen sollen. Clever. Aber hey, kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Also, wir probieren es. Findest Gorm Schneeläufers Tagebuch. Ja. Wieder. Dann töte ihn, wenn du Schwäche riechst. Ich klau hier mal den Seelenstein. Danke. Einmal viele Pfeile. Einer. Mein eigener. Super. Nicht das schon wieder. Jungs, wann seid ihr bescheuert?
Komm, 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 komm. Ei, nicht ganz. Jetzt, ei. Ei. Meister ist so schwierig. Und ja, na. Also, ein ganz kleiner Tick, etwa so. Nein. Sie brechen so schnell. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Das ist jetzt mein Anhaltspunkt. Ich merke mir immer einen Punkt auf dem Schloss. Und dann kann ich von da aus einen Tick weiter rüber. Jetzt habe ich den Punkt genommen. Ist nicht, nein, das ist zu viel. Etwa so. Nein, noch ein Tick. Noch ein Tiki. So sollte gut sein. Jawohl. Das klappt gut. Denn so kann man das Ganze ein bisschen besser steuern. Was ist das denn? Geheimgang? Oh nein, hier jetzt böse Fische. Wenn es diese Eier hat. Oder? Wo zur Hölle bin ich jetzt? Aus, böse Maus. Hey. Wo sind die anderen? Da oben. Und warum sind die Spinnen tot hier? Was? Du kannst da einfach runterspringen? Bist du unzerstörbar? Oh. Drecksviech. Okay, die Forstspinne wurde getötet von denen. Da bin ich doch sehr irritiert. Ein bisschen. Zur Hölle bin ich jetzt wieder! Wie kriege ich das bloß jedes Mal wieder hin, dass ich mich verlaufe? So schlecht bin ich doch nicht. Warum liegt hier Öl auf dem Boden? Oh, wow, wow. Ja. Viel Erfolg, Jungs. Ich stehe mal hier hinten, machen die Akten, Leute. Pfeile in die Brust. Was? Ah, ich dachte schon, ich bin tot. Mann, 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 Mann. Ich hatte eine Herzbaracke. Heilige Scheiße. Dabei hat es mich einfach umgenietet. Willst du mich nochmal anscheinen? Also ich bin keine gute Idee. Bah, ich will nicht. Ich will nicht untertauchen. Ich schnapp mir nochmal meine zwei Verstärkungsmänner. Castello und... Wie hieß der andere schon wieder? Don Juan, genau, habe ich ihn genannt. Wird euch nichts nützen. Wahre Worte, mein Freund. Wahre Worte. Wenn ich die zwei nicht hätte, dann wäre ich so viel langsamer. Ich ehre meinen Herrn mit eurer Vernichtung. Du, nein. 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 Oh Gott. Boah, was tue ich da? Himmel, Herrgott. Was sind das? Das sind keine natürlichen Bewegungen. Sonst geht's mir gut. Also gut. Oh, ich habe eine verkrüppelte Hand. Oh Gott. Was ist das jetzt? Ich habe noch gar nicht What the fuck? Sorry. So, jetzt ist wieder gut. Aber irgendwas komisch. Boah, der hat geile Pfeile dabei. Ebenerzbogen.
Ich muss mir später noch einen Daedra-Bogen basteln. Wah, 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 wah. Ich habe mir schon gedacht, der Boden sieht ein bisschen komisch aus. Bevor ich aber am Boden ankomme, trinke ich mal Gesundheit. Also ich trinke einen Trank, der Gesundheit zurückgibt. Ich trinke Gesundheit. Ja, eine ganze Flasche Gesundheit trinke ich. So, ich bin schon am Boden. Mann, ist das Ding assi. Den habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Normalerweise sehe ich die Fallen. Meine Dremura-Freunde, die starken, guten, cleveren Idioten. Ja doch, hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Let's go to the moon. Nein, nein, doch nicht. Come on. Ich will weiter töten. Ladebildschirm, lass mich zu dem Feind. Herzlichen Dank. Und Uno. Und der Duo. Nein, doch nicht. Oh. Nicht, dass ich wieder durch die halbe Map fliege. Aha. Oh, nett, ein Magierfreund. Warte kurz, das kann ich auch. Oh Gott, in einem richtigen Moment. Aber hey, das war ja klar. Oh Gott, ich stecke in der Falle. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Stirb. Zwischenzeitlich noch kurz Dinger klauen. Ist das eine Falle? Ja, war klar. Nein, nein! Wie häufig nehme ich die ganze Zeit falsche Waffen auf? Unfassbar. Wo ist er? Weg mit dir. Na geht doch. Mal schauen, was hier für Fallen drinstecken. Keine? Auch keine. Gut. Aber den hätte ich auch noch mitnehmen. Ja, der eine ist nicht wichtig. Ja, da wirst du keinen Feind finden, mein Freund. Wir müssen hier rein. Dann nehmen wir mal das glänzende Zeugs mit. Ich habe Elster-Augen. Ich sehe alles, was glänzt. Eine Eisentür. Und hier komme ich vermutlich nicht durch. Du stehst da oben. Wieder. Ja, das war schon klar. Warte mal, von wo kam jetzt aber... Von wo kam Feuer? Von wo kam das Feuer? Da ist irgendwas faul. Bist du es? Nein. Und hier unten? Nein. War es eine Falle, die ich nicht gesehen habe? Eine Feuerfalle? Das könnte sein. Langsam aber sicher müsste ich mich eigentlich dem Ende nähern, oder nicht? Ich hüpfe hier mal durch. Oh Gott. Das sieht so schön aus. Dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Ich wusste es. Ein Draugericht. Oh.
lass mich in Frieden. Yes. Auf ihn, Jungs. Mit Gebrüll. Und ich plündere hier mal Blumen. Und Pfeile. Oh, Moment. Also, der nimmt nur wieder Platz weg. Ich verkaufe das Zeug so oder so nie. Ich brauche fast kein Geld mehr. Ja, es ist immer das gleiche Ende, mein Freund. Ich weiß. Uah. Was klingt hier so? Das sind noch Zuckungen nach dem Tode. Das kennt man ja von Hühnern. Denn die Drauger geißeln. Hey, ich erzähle hier eine nette Geschichte. Halt's Maul. Dankeschön. Also, die Draugergeißeln, die sind sehr verwandt mit den Hühnern. Aus diesem Grund zucken die Beine noch. Ist beim Huhn ja genau gleich, wenn man den Kopf abschlägt. Zuckt das teilweise noch weiter. Bei den Draugern ist das auch so. Töte sie und das Bein zuckt noch. Das ist ganz normal. Ich will ja nicht sagen, dass das pervers klingt, aber ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Warte mal, du bist glaube ich auch nicht tot. Doch. Noch toter geht's nicht. Schneid ihn auf! Ja, es endet immer gleich. Ich würde da gerne mal ein Update machen für die Sprüche, die raushauen. Das wäre sicher nicht schlecht. Hey, hier hat's geiles. Entschuldigung. Hier hat's geiles Material. Ach komm. Dass die hier so viele Todesglocken haben, das muss doch irgendetwas. Notiz des Alchemisten. Aber wir können diese Gifte doch gewiss nicht auf unsere eigenen Brüder und Schwestern anwenden. Dieser Plan ist der reinste Irrsinn. Selbst wenn die Haupttreppe eingebrochen sein sollte und sie in den vorderen Kammern nur Vergiftungsopfer vorfinden, vermag doch niemand vorherzusehen, ob sie sich dann nicht weiter durch das Geröll vorarbeiten und bis hierher gelangen, um unsere Leichen zu verbrennen. Ehe Alduin zurückkehrt. Ja gut, es ist nicht so, dass ich den Tod fürchten oder mich weigern würde, mein Leben im Dienst der Götter zu geben. In Überfällen der Schneeelfen in den nördlichen Landen reichen. Vielleicht nicht, um den Schneeläufer wegzulocken, ist es nur einer. Ich kann so schlecht lesen. Wenn er uns tot auffindet. Seine Hartnäckigkeit ist allseits bekannt. Wenn wir schon sterben sollen, dann lass uns lieber mit Klingen in der Hand sterben, als mit Gift auf den Lippen und Dolchen an den Kehlen unserer Kinder. Achso. Oberalchemist Froda. Oder auch Frodo genannt. Denn als Frodo den Ring zum Schicksalsberg brachte, kam er hier kurz vorbei und war für 2 Jahre Oberalchemist. Raut, irgendwas. Froda oder auch Frodo. Haltet die anderen Alchemisten nicht von ihrer Arbeit ab. Eure Ansichten sind bekannt und wir werden uns in Bälde darüber unterhalten. In Bälde. Das ist er nicht. Gut, wir haben herausgefunden, dass Frodo kurz hier war. Und ich würde mal sagen, an der Stelle mache ich eine kurze Pause. Denn so wie es aussieht, jetzt brauche ich eigentlich gar nicht das Buch. Frische Luft. Nett. Ah, da geht's weiter. Nun, ich weiß nicht, wie lange die Höhle hier noch geht. Ich sehe aber, dass die Zeit uns davon rennt. Aus diesem Grund muss ich an der Stelle eine Pause machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Skyrim. Ich freue mich darauf.
weiter zu zocken mit euch. Bis dann.